Liebe Parteifreunde, ich stand hier schon mal oben am Rednerpult. Die Älteren von Ihnen mögen sich vielleicht daran noch erinnern. Ich will mich heute mit Sprache beschäftigen. Liebe Parteifreunde, wir leben in einer Zeit der Auflösung alter, aber richtiger Werte. In einer Zeit der Auflösung von Strukturen, von einstmals klar zugeordneten Begriffen wie Recht, Ordnung, Anstand, Ehre und ja, auch wie Vaterland und Volk. Das deutsche Volk haben die politischen Akteure diesen Sommer aus dem Amtseid in NRW schon en passant und übrigens ohne nennenswerte öffentliche Aufmerksamkeit gelöscht. Nun ist auch das Staatsvolk im Bund an der Reihe. Der Vizekanzlerdarsteller Gabriel spricht öffentlich von den anderen Menschen, der die eigentliche deutsche Bevölkerung meint. Die sogenannte Kanzlerin hat in einer Rede von denen gesprochen, die neu dazugekommen sind, wenn sie in Wirklichkeit haufenweise illegale Migration meint. Wer in NRW viel sogenanntes Radio, also WDR, hört, weiß, dass die Redaktionen dies eifrig und dienstbeflissen aufgenommen haben und auch unsere sogenannte Ministerpräsidentin Kraft nutzt diese unerträgliche Vertuschung und Verschleierung unserer Identität. Wenn es aber gar kein klar definiertes, benanntes Staatsvolk mehr gibt, muss ja auch kein Austausch dieses Volkes mehr zugegeben werden. Dann kommen nämlich einfach neue dazu. Liebe Parteifreunde, bei diesen bewussten sprachlichen Unschärfen und Umdeutungen kommen einem 1984 von George Orwell und die schöne neue Welt von Huxley nicht mehr wie Utopien vor, sondern fast als eine Beschreibung einer idyllischen alten Zeit. Ich jedenfalls finde das doppelt plus ungut. Und ich trete für die klare, eindeutige Benennung von Tatsachen und Sachverhalten ein, und zwar ohne jede Rücksicht auf die Political Correctness und auf irgendwelchen Gendermüll. Wir werden uns nicht einlullen lassen. Liebe Freunde, die, die heute hier sitzen, werden das nicht zulassen. Die, die heute hier sitzen, werden dies verhindern. Die, die heute hier sitzen, werden ihr Kreuz bei der AfD setzen. Und viele, viele andere auch. Kurzum, die Bedrohung unserer Zukunft durch die Altparteien ist fundamental. So fundamental, dass wir wenige, die wir sind, unsere ganze Kraft in die Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner setzen müssen. Und zwar in die des politischen Gegners außerhalb der AfD. Jawohl. Wir in der AfD brauchen einen Burgfrieden. Und ich habe in den letzten Wochen erlebt, dass es von allen Seiten bis in die höchsten Führungsebenen dieser Partei die ehrliche Bereitschaft dazu gibt. Es darf keine Rolle mehr spielen, ob jemand aus der Sphäre von Markus Prezell oder aus der von Thomas Röckemann stammt oder aus gar keinem Lager. Nach der Veröffentlichung der letzten Tage, nach dem WhatsApp-Gate und den verschwundenen Wahlzetteln, bin ich nun aufgefordert worden, aus meinen eigenen Reihen den Federhandschuh aufzunehmen und wegen der vermeintlichen Gunst der Stunde auf den Sturz von Markus Prezell hinzuwirken. Liebe Parteifreunde, mitten im Parforce-Ritt wechselt man nicht den Reiter, sondern man hält und verbessert die Formation. Das geht mir wirklich an die Nieren, das nervt mich unfassbar. Und derjenige, der mir das vorgeschlagen hat, der sollte sich im Grund und Boden schämen. Ich bin dazu bereit. Lassen Sie mich zum Abschluss ein bisschen pathetisch werden. Wir sind dies unseren Enkeln, wir sind das unseren Kindern. Und ja, wir sind es auch uns selbst schuldig, in Einigkeit alles zu tun, um dieses Land zu retten. Danke. Zeit geschenkt und die ersten Fragesteller machen sich bereit. Ich fange hier vorne an, am rechten Mikro. Mein Name ist Wolfgang Temolski.
Die meisten hier im Raum wissen, dass ich Jan Schild bekämpft habe. Auf Facebook, auch auf entsprechenden Foren. Und ich möchte jetzt Folgendes feststellen. Dass Sie da oben stehen, erfreut mich und ich werde Sie wählen, weil Sie der Einzige waren, der versucht hat, die Reihen so zu schließen und für etwas Vernünftiges für NRW zu tun. Fragen können Sie sich jetzt selber stellen. Meine Stimme haben Sie geschickt. Herr Kollege Hermann, ich ermahne Sie, wenn Sie sich zurücktreten. Nein, das war keine Frage. Und Herr Kollege, ich ermahne Sie, wenn Sie sich nochmal ohne Frage melden und sich so das Rederecht erschleichen, erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Da gibt es erst die Frage. Ja, Herr Schill, ich habe die Frage heute schon mal gestellt und ich möchte sie Ihnen stellen und hoffe da mal auf eine zufriedenstellende Antwort. Gesetz zum Unterhaltsvorschuss, das wird uns als Landtagsfraktion intensiv beschäftigen. Können Sie mir erläutern, welche Auswirkungen das auf das Land NRW hat, insbesondere auf die Kommunen in NRW und welche Rückwirkungen auf den Bund dabei zu erwarten sind? Also, das ist wieder ein typisches Beispiel dafür, dass die Regierung versucht, Handlungsfähigkeit zu simulieren. Hier gibt es die Möglichkeit, jetzt demnächst bis zum 18. Lebensjahr diesen Unterhaltvorschuss quasi aus staatlichen Stellen finanziert zu bekommen. Das Witzige dabei ist, die meisten, die diesen Unterhaltvorschuss bekommen, dann auch bis zum 18., sind Hartz-IV-Empfänger. Das wird sowieso angerechnet. Das heißt, für die ist es ein Nullsummenspiel, es ist keinerlei Verbesserung, wie über 80% der Leute, die in den Genuss, in Anführungsstrichen, dieser Sache kommen kann. Die Sache ist die Weiterfinanzierung. Denn ein Drittel wird vom Bund übernommen, zwei Drittel von den Ländern. Und da verhalten sich die Länder sehr unterschiedlich. Bayern zum Beispiel übernimmt den gesamten Teil dieser zwei Drittel. In NRW wird es auf die Kommunen weitergeleitet und faktisch haben die Kommunen dann mehr zu bezahlen. Aber es hat keinen Vorteil für die tatsächlichen Bürger. Dankeschön. Nächste Frage, nochmals die Linke sagen, bitte. Ja, Beckham Köln, Herr Schild, das war ja eine spezielle Spezialfrage. Wollte ich eigentlich auch mal abfragen. Was ist denn Ihr Fachbereich, mit dem Sie sich beschäftigen wollen? Das war ja sehr speziell gerade. Welche Richtung geht denn das? Also, ich finde nicht, dass es so speziell ist, weil Sie immer wieder erleben, dass, und damit werden wir auch vermehrt zu tun haben, dass die Regierungsparteien versuchen, Handlungsfähigkeit zu simulieren. Es geht nicht mehr um Problemlösung, sondern nur um die Simulation von Problemlösungen. Und dieser ganze Quatsch, den wir jetzt auch wieder mit der Rentenreform hören, da geht es ausschließlich um Verteilungen. Es geht nicht um das Einnehmen, vor allem das zukunftsfähig machen von Einnahmen. Was ich machen würde speziell, ich sehe schon, Sie stehen da ganz wild, ich würde gern im Bereich Medien und Kultur tatsächlich mich einbringen, weil mich das auch interessiert. Als Politologe kann ich sehr vieles. Jemand könnte auch sagen, nichts richtig, aber vieles ein bisschen. Und allein der Gedanke, mit den Jungs und Mädels in diesem Kulturausschuss zusammenzusitzen, was für die das für ein Kulturschock sein muss, mit mir da zu sitzen, das ist mir wirklich Gold wert. Dankeschön. Weitere Fragen an den Kollegen Schild? Die kann ich jetzt nicht mehr erkennen. Dann vielen Dank für Ihre Vorstellung.